Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Fabrice. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, war erstmal eine sehr ordentliche Partie. Ich sag mal, wenig Gegenwehr von Bonn. Ich fand so bis zum Anfang der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan. War noch nicht so ganz gelöst, aber ab dem Zeitpunkt lief es eigentlich ganz gut. Und hinten raus schön gespielt und uns dann noch ein paar Tore beschert, ja. Heute ohne Dennis Grote auf der 6 ist eigentlich schön zu sehen, finde ich persönlich. Klar, so ein Gegner Bonn ist jetzt kein Härtetest, aber eigentlich ist das schön zu sehen, dass wir auch mit diesem Kader das kompensieren können, oder? Ja, genau, ein 6-1 da so herauszuspielen. Und ja, ich sag mal, Grote ist natürlich eine wichtige Säule da im Mittelfeld und zu sehen, dass man das auch auffangen kann. Und ich sag mal, Dürholz ist natürlich immer da, wenn er gebraucht wird, aber auch jetzt die anderen Leute, die dann einfach ein bisschen in den Fokus rücken müssen, haben alles gegeben und sah gut aus, ja. Haben das gut kompensiert und also ich bin zufrieden. Gibt ein gutes Gefühl auf jeden Fall, wie du sagst, ja. Ja. Wir haben jetzt 1700 Stadion-Patenschaften verkauft, also es läuft ja eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich will einfach nur den Moment erstmal aufschnappen und stimme dir dazu, läuft gut, ja. Simon Ehemann! Ehemann! Simon Ehemann! 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 Wir haben jetzt 1700 Stadionpatenschaften verkauft. Also okay. Stadionpatenschaften verkauft. Ist ja eigentlich gut, also dass wir unseren Stadionnamen nicht verkauft haben, oder? Ja, finde ich auch. Also schließe ich mich an. Ist auch ein schöner Name, kann man sich mit identifizieren. Und ja, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Finde ich eine gute Sache. Ich danke dir, Fabrice. Ja, ich danke dir. Danke dir.